Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute meine detaillierte Make-up-Kollektion Teil 1. Und zwar wird es heute um Puder, Foundation, Rouge, Bronzer, Highlighter, Concealer und Mascara, Eyeliner, Augenbrauenprodukte hauptsächlich drehen. Denn ich dachte mir, Lidschatten und Lippen und Lidschattenpaletten mache ich dann im zweiten Teil. Das werdet ihr am Mittwoch auf meinem Kanal finden. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Und zwar, zurzeit benutze ich drei Produkte eigentlich. Und zwar ist es einmal die Rivella de Loop Natural Lift Make-up in der Farbe 01 Light Beige. Die ist fast leer. Und als Puder benutze ich zurzeit das Manhattan Soft Compact Powder in der Farbe 01 Natural. Das ist nur noch ganz gebrochen und ich mache das mir halt ganz klein, dann kann ich das als Puder benutzen. Wird wahrscheinlich meine Aufgebrauchprodukte für diesen Monat noch kommen. Und dann benutze ich noch den Essence All About Matte Fixing Compact Powder und da ist so ein kleines Schwämmchen von dem Manhattan Puder mit drin. Weil ich das immer mitnehme, wenn ich irgendwo hingehe auf Events oder so, und da ist es ganz praktisch, so ein Schwämmchen zu haben. Ja. Dann so andere Sachen, die ich noch habe. Das ist ziemlich viel. Fangen wir mal einfach mit dem Primer hier in der Kiste an, glaube ich. Das ist das Beste. Habe ich hier noch einen Primer? Nee. Genau. Ich habe hier einmal den Catrice Cosmetics Prime and Fine Pore Refining Anti-Shine Base. Dann die Maybelline Baby Skin Pore Minimizer. L'Oreal Skin Perfection, den muss ich unbedingt mal wieder benutzen, und Benefit the Pore Fashional. Genau, und im zweiten Video findet ihr auch, was so in den Kisten drin ist von Benefit, noch so an Make-up-Produkten, aber das zeige ich alles erst im zweiten Teil. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mit dem Puder weiter an. Für Foundations habe ich echt viele hier noch. Eigentlich habe ich nur zwei Puder, und zwar einmal das MAC Studio Pressed Powder. In der Farbe Medium ist es, glaube ich. Ja, das ist noch verpackt. Nutze ich aber auch sehr oft. Und das Manhattan Soft Matte Loose Powder in der Farbe 01 Natural. Das habe ich, glaube ich, noch nie richtig benutzt. Ne, es ist auch noch so gut wie verpackt. Ja, das wird aber, werde ich demnächst wahrscheinlich auch benutzen. Dann habe ich hier noch so ein paar Mineral Puder Foundations, und zwar einmal das Glow Minerals in der Farbe Honey Light. Das ist mir aber zu dunkel, deswegen benutze ich das oft in Videos, weil ich oft in Videos meine zu dunklen Produkte aufbrauche. Das hat den Hintergrund, weil ich die halt nicht im Alltag tragen kann und ich mich meistens nach den YouTube-Videos abschminke. Und dann habe ich hier noch von Kuga ein Mineral Foundation, und das ist die Farbe Natural Light. Genau. Und dann kommen wir zu meinen Foundations. Ich habe echt mega viel. Hier habe ich noch von Bibi Moore die 5 in 1 verschillende Tagespflege in Hell. Das wird wahrscheinlich meine Sommerfoundation werden dieses Jahr. Dann von Lufos habe ich hier noch ein getöntes Gesichtsfluid in Bronze. Das ist sehr dunkel. Das ist mit Heilerde. Das werde ich wahrscheinlich auch jetzt dann bald in den Videos tragen. Im Moment trage ich ja meistens in den Videos das Max Factor Ageless Elixir 2 in 1 Foundation in der Farbe Natural 50, und das ist fast leer. Deswegen, ja, werde ich das auch weiter aufbrauchen und dann eins nach dem anderen. Dann habe ich hier von Aster den Skin Match Protect Foundation in der Farbe 102 Golden Beige. Ich habe halt ziemlich viele, kriege ich halt so geschenkt in Beautyboxen, deswegen sind die meistens dunkel. Dann habe ich hier noch zwei Tester von die gleichen, weil das habe ich beides bei Mascara mitbekommen. Und zwar das Max Factor Miracle Match Foundation in der Farbe Natural 50. Dann habe ich hier noch zwei Proben, und zwar einmal die Maybelline Superstay 24 Foundation in der Farbe 30 Sand und Chanel Foundation. Ein Pröbchen, und zwar ist es in Beige. Dann habe ich hier noch von Garnier die BB Cream Miracle Skin Perfector in Hell. Noch eine Feuchtigkeitscreme, getönte Feuchtigkeitscreme Naturell. Dann noch eine Foundation, die ich oft in Videos benutze. Das ist die Manhattan Endless Day Makeup Long Lasting in Ivory 60, und die ist viel zu dunkel. Deswegen, ja.
Dann habe ich hier noch einen Maybelline Fit Me Stick in der Farbe 220 Natural Beige. Und noch ein Max Factor Face Infinity All Day Flawless Foundation in Farbe Natural 50. Also das ist mein Hautton, deswegen kann ich die auch benutzen. Und die L'Oreal Le Teint Perfect Match in der Farbe Vanille. Die kann ich auch benutzen. Ja. Das war es jetzt aber in Foundation. So, weiter geht's mit Bronzer und Highlightern. Und zwar benutze ich so im Alltag gerade den Hoola by Benefit, weil ich habe gleich 5 Stück von denen und ich möchte jetzt einfach einen aufbrauchen. Aber er wird schon leer. Deswegen, ja. Bald ist er leer. Dann weiter geht's mit denen, die ich so in der Kiste. Das meiste sind auch Puder, die ich zu dunkel zugeschickt bekommen habe. Oder von der Konsistenz her, wo ich dachte, es kann ein guter Bronzer sein. Also, ja, Leute, ist nicht alles Bronzer. Ich habe hier zum Beispiel von Essence Shape Your Face Contouring Palette in der Farbe 10 Ready Set Peach. Und da ist halt ein Bronzer drin, ein Highlighter und ein Peach Blush. Dann habe ich hier von P2 aus der LE Dive Into Beauty ein Compact Powder in der Farbe 10 Warm Sand. Das finde ich ist ein sehr angenehmer Bronzer für den Winter, weil er nicht zu dunkel ist und sehr hell. Dann, weiter geht's mit Bronzern. Hier habe ich noch von Max Factor bei Ellen Beatrix eine Compact Powder in der Farbe Golden. Das sieht so aus. Dann habe ich noch irgendwas an Bronzer. Hier habe ich von Sleek einen. Und zwar ist es das Face Contour Kit in Light. Da ist halt ein Highlighter und ein Bronzer, den muss ich auch unbedingt mal wieder benutzen. Schon so lange nicht mehr. Einer meiner Lieblingsbronzer ist der Essence Sun Club 2-in-1 Bronzing Powder in der Farbe 10 Sunshine, weil der auch so einen schönen Schimmer mit dem Highlighter auch macht, wenn man den zusammen mixt. Dann habe ich hier noch so ein Trio, und zwar den Manhattan Trio Effect Blush mit Rouge und Highlighter. Das ist die Farbe Cherry Cocktail. Das ist ein sehr starker Blush. Und ein schöner Bronzer und ein schöner Highlighter dazu. Und ja. Dann habe ich hier noch ein Jelly Pompon Caribbean Sun Bronzer Duo. Und zwar ist es ein Bronzer und ein Rouge. Ja, der Bronzer ist auch für eher Alltag, wenn man nicht so dunkel sein möchte. Dann habe ich hier noch von Mimi den Shimmer Stack in Gold. Der sieht so aus. Das ist auch ein sehr schöner Highlighter. Ich benutze nur irgendwie kaum Highlighter. Werde ich aber jetzt im Sommer. Dann von Trended Up aus der LE Nomadic Elegance der Highlighter in der Farbe 010. Und mein Kater versucht gerade sich auf meine Jacke zu legen. Dann von Essence habe ich hier den Soul Glow Cream to Powder Highlighter in der Farbe 10 Look on the Bright Side. Und der ist so gut pigmentiert, Leute. Der glänzt wirklich krass. Dann habe ich hier noch aus der Essence LE The Little Xmas Factory die Shimmering Stars. Ja, auch nochmal von Essence der Mary Berry Highlighter Powder in der Farbe 01 I Love My Golden Pumps. Und das ist ein goldener Highlighter. Und dann habe ich von P2 Open Up Your Eyes Illuminator. Das ist halt einer, wo du hier aufhellen kannst. Könnte ich auch mal öfters benutzen. Dann von Catrice habe ich hier noch einen Made to Stay Highlighter Pen. Kann ich eigentlich auch viel öfters benutzen. Ich nutze das ganze Zeug nicht. Dann habe ich hier von Mimi den Archangel. Und das Augenbrauen-Gel ist schon aufgebraucht. Jetzt habe ich nur noch hier den Highlighter. Also, ja, den sollte ich eigentlich auch mal benutzen. Dann habe ich hier noch von So Susanne ein Highlighter Pen, ist es, glaube ich. Ja, genau, ein Highlighter-Pen. Und zwar kann man da wunderschön highlightern. Und ich weiß gar nicht, ob irgendwas noch auf der anderen Seite ist. Genau, und hier auch noch so ein Concealer ist es, glaube ich. Also so ein Aufhellungsprodukt. Den habe ich noch nie richtig benutzt. Und von Benefit noch den Hypo. Oh, weiter geht's mit Rouge. Und zwar habe ich zwei Rouge, die ich im Moment so im Alltag benutze. Das ist der Essence Silky Touch Blush in der Farbe 50 Sweetheart. Den habe ich mal vor Jahren verlost und jetzt ist er halt fast leer. Mein, den ich hatte. Und dann liebe ich den Rivella de Loup Young
außer L.A. Love You More Blusher, denn den kann man nämlich, der glänzt so schön an den Backen, also, oh. Genau. Früher habe ich gesagt, ich habe nicht genug Rouge, jetzt habe ich genug. Ich habe hier einmal den Essence Plush Ball in der Farbe 10 Peach Candy noch. Dann von Catrice habe ich den Multicolored Blush in der Farbe 060 Strawberry Frappuccino. Dann von der P2 aus der LA Beauty Voyage den Blush in der Farbe 010 Dewy Glow. Dann habe ich von Catrice eine Blush Artist Shading Palette in der Farbe 30 Rockin' Roses. Nochmal von Catrice eine Blush Artist Palette. Das ist übrigens genau die gleiche, nur in einem neuen Design und einem alten. Ja. Und die Farben waren hier ein bisschen heller. Muss ich auch mal aufbrauchen. Dann habe ich hier noch von den nächsten Blush, den ich aufbrauche nach Essence, ist der Boulevard The Beaut Blusher. Ist nämlich auch schon fast leer. Dann habe ich hier von Silky Touch Blush noch 1,40 Natural Beauty. Der ist sehr dunkel, den finde ich für den Herbst sehr schön. Weil da will man ja nicht so diese rosigen Backen haben. Dann habe ich einen sehr extremen von Catrice Cosmetics, den Powder Blush aus der LA Graphic Grace in der Farbe 1001 Structured Shapes. Da darf man nur sehr, sehr wenig nehmen, weil der macht so rosa Backen. Leute, da traut ihr euch nicht mehr aus dem Haus. Dann habe ich hier noch von Essence aus der LA Hello Autumn ein Powder Blush in der Farbe 01 Beautiful Red. Wenn man den quasi auf die Wangen gibt, gibt er dann eine Farbe ab, also wenn er mit Haut in Berührung kommt. Dann habe ich hier noch von, so viele, von Manhattan den Liquid Blush in der Farbe 02 Cheeky Charming. Das ist eher so ein Peach-Ton. Dann ist hier ein falsches Produkt reingerutscht. Dann von P2 aus der LA Dive into Beauty habe ich noch so einen Blush-Stick in der Farbe 010 Pink Mermaid. Das ist so ein ganz Pink-Ton. Muss ich auch gucken, welche Produkte ich jetzt im Sommer verwende. Dann von Blind Date, von Be a Bombshell Cosmetics, habe ich ein Rouge in der Farbe Blind Date. Von So Susanne habe ich ein Color Hybrid. Und zwar kann man den als Lippen und als Rouge verwenden. In der Farbe Marsala. Dann habe ich hier noch von Max Factor den Miracle Touch Creamy Blush in der Farbe 09 Soft Murano. Von Benecos habe ich den Natural Powder Blush in der Farbe Mellow Rose. Der ist sehr schön. Von Bella Pierre habe ich auch nochmal so einen Chicken Lip Stain in der Farbe Coral. Dann von Blush Duo habe ich auch nochmal ein Papaya Don't Peach. Das sind ein Creme und ein Glitzer, aber leider ist mir der Glitzer schon ein bisschen gebrochen. Und vom Benefit habe ich noch den Benetton Tint hier und so ein Deutschland Make-up Stift. Ja, so, weiter geht's mit Concealer. Ich benutze zurzeit nämlich den Manhattan 2-in-1 Concealer im Fixing Powder in der Farbe 20 Soft Nude und den Manhattan Wake-up Concealer in der Farbe 01. Und hier, ich habe sehr, sehr viele Manhattan 2-in-1 Produkte, um ehrlich zu sein, sind das 2, 4, 5. Die sind nämlich alle leer, aber ich habe das Puder noch. Und das Puder möchte ich dann nämlich umfüllen und dann nämlich so als Alltagspuder benutzen. Deswegen sind die hier noch alle drin. Das ist eigentlich alles 20 Soft Nude oder die Farbe 32 Warm Honey. Genau, die habe ich in den letzten Monaten aufgebraucht. Dann habe ich hier noch von L'Oreal die Infallible Total Cover Concealer Palette. Von Catrice habe ich auch die All Around Concealer Palette. Sehr, sehr viele. Dann habe ich hier noch ein paar Concealer. Hier habe ich einmal den L'Oreal Paris True Match Concealer in der Farbe 01. Den benutze ich nach dem Manhattan Wake Up Concealer. Dann habe ich noch drei etwas dunklere, die mir zu dunkel sind für den Alltag. Einmal den Maybelline Fit Me in der Farbe 20. Den Manhattan High Cover Concealer in der Farbe 22 Sand und den Manhattan Wake Up Concealer in der Farbe, ich glaube das ist 05.
Also die sind mir echt extrem dunkel. Ich sehe aus, wie jetzt hätte ich dann hier Bronzer hingetan. Dann habe ich hier noch einen, und zwar von Maybelline, den Instant Anti-Age Effect Augenlöscher. Und das ist die Farbe 03 Fair, mein Lieblingsconcealer. Aber den benutze ich sehr, sehr, sehr selten. Den habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen, weil er ihr zu hell war. Dann habe ich hier noch von Catrice Cosmetics so einen Cover-Up-Stick in der Farbe 010 Warm Beige. Und von Catrice habe ich noch die Camouflage Cream in 020 Light Beige. Und von Essence noch den Match to Cover Cream Concealer in der Farbe 10 Natural Beige. Und von Benefit den Boeing in der Farbe 01. Und dann kommen wir schon zur letzten Kategorie von diesem Video. Und zwar meine Augenbrauenprodukte, Mascara, Lidschattenbase, Eyeliner, so ein Kram. Ja. Ich benutze im Moment zwei Mascara im Alltag, und zwar einmal die Max Factor Velvet Volume Fall Lash Effect Mascara und die Douglas Endless Lashes Mini Mascara. Wenn ich weggehe, benutze ich sehr, sehr gerne den Essence Lash Princess Volume Mascara und den Maybelline Colossal Volume Express Mascara Cat Eyes. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, benutze ich meistens die Essence I Love Extreme Volume Mascara in Waterproof. Als Lidschattenbase benutze ich gerade die Essence I Love Stage Eyeshadow Base, die übrigens auch schon fast leer ist. Und als Augenprodukte benutze ich zurzeit den Trend It Up Eyebrow Powder im Waterproof in der Farbe 020 und das Alverde Augenbrauen Gel. Und ab und zu das Essence Make Me Brow in der Farbe 02 Brownie Brown. Dann geht's weiter mit dieser vollen Kiste. Hier habe ich einmal die Mascara Best Lash 3D Viber Mascara. Die benutze ich auch sehr gerne. Dann von Manhattan die Supreme Lashes Volume Color Wrist. Mit der soll man angeblich dunkle Wimpern bekommen. Die werde ich als nächstes testen. Dann habe ich hier noch so viele Mascaras, Leute. Von Bella Pierre habe ich auch eine Mascara, die Voluminizing Mascara. Von Benefit habe ich die They Are Real. Von Isadora habe ich die Bold Up Mascara Extra Volume Waterproof. Von Essence habe ich noch die Forbidden Volume Mascara. Ich habe so viele Mascara, Leute, ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Von Boulevard habe ich noch die Mascara. Ich weiß wirklich nicht, wann es drauf ist. Von Shiseido habe ich noch die Full Lash Volume Mascara. Dann von Max Factor habe ich die Clumpy Daffy Extensions Fall Lash Effect Mascara. Und von So Sustain habe ich den Flutter Mascara. Von The Beauty Crop habe ich die Fabulous Floating Lashes Mascara. Leute, es wird nicht weniger. Ohne Scheiß. Dann habe ich hier von Isadora die Precision Mascara. Von La Ambre habe ich eine wasserfeste Mascara. Von Maybelline habe ich noch die Colossal Go Extreme Volume Mascara in Leather Black. Von Maybelline habe ich auch noch die Big Eyes Volume Express Waterproof Mascara für unten und für oben. Und ich glaube, das war es jetzt im Großen. Ne, da ist noch eine von LA Exceptions, habe ich auch noch eine Mascara. Ja, Leute. Und von L'Oreal habe ich die Volume Million Lashes Top Glow in Glitter noch. Und ja, das sieht so. Da ist noch eine. Von Isadora habe ich noch die Build Up Mascara Extra Volume. Genau, ich glaube, das war's. Dann habe ich hier noch zwei drei Lidschatten-Bases. Einmal die Essence I Love Color Intensifying und die Manhattan Baseline Eyeshadow Base. Und von Biu auch noch die Eye Base, die muss ich eigentlich auch nochmal aufbrauchen. Dann habe ich hier Augenbrauenprodukte drin, ein paar. Und zwar habe ich hier einmal den Essence Eyebrow Stylus Set in 02 Natural Blonde Style. Dann von L'Oreal den Brow Artist Designer in der Farbe Braun. Was habe ich hier noch?
Genau, ich habe hier noch von Technique so ein Eyebrow Pencil. Und ich benutze von Maybelline Jade von meiner Mom noch so ein Kajal Eyeliner manchmal als Augenbrauen. Der ist mega geil. Gibt's aber leider nicht mehr. Und von Boulevard habe ich auch nochmal ein Eyebrow. Genau, dann kommen wir zu Eyeliner und ich habe echt eine Menge. Und zwar habe ich hier einen No Name, der ist so ein Blau, den habe ich von der Kati bekommen. Eine von Technique. Dann eine von Lord & Barry. Und von Astro habe ich die Eye Artist Liquid Eyeliner Stimulon Serum. Von P2 habe ich den Full Action Eyeliner in Waterproof. Und dann habe ich hier noch ein paar Punkte. Und zwar habe ich hier noch von Boulevard so einen goldenen. Von Essence habe ich den Gel Eye Pencil Waterproof in Weiß. Von Aiden Cosmetics habe ich den Eyeliner in Moos. Und von Essence habe ich noch den Liquid Ink Eyeliner in White. Und ja, und von NYX habe ich noch den Gel Eyeliner in Schwarz. Dann habe ich hier noch zwei Fond Lashes. Und zwar einmal Deutschland und einmal so Glitzer für Fashion. Ansonsten sind hier nur noch Spiegel drin. Ja. Das war's aber auch schon mit den Kategorien für den ersten Teil. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir gebt ihr mir einen Daumen hoch. Und am Mittwoch kommt der zweite Teil dann mit meinen ganzen Lidschatten und mit meinen ganzen Lippenprodukten und Produkte, die ich noch nicht getestet habe und den ganzen anderen Kram. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann morgen um 13 Uhr zu einer neuen Folge von Girls Time. Ja, ganz viel Spaß und am Mittwoch kommt der zweite Teil um 12 Uhr. Also schaltet auf jeden Fall ein. Tschüss!